Hallo liebe Schützenkollegen, manchmal kommt man in die Verlegenheit, bei einem FR8 das Korn verstellen zu müssen, das ja konzentrisch eingeschraubt ist im Ringkorn vorne, um die Höhe oder auch die Seite auszugleichen. Nur es gibt keinen Kornversteller mehr eigentlich auf dem Markt. Deswegen zeige ich euch heute, wie man einen sehr günstigen selbst baut. Ich habe meinen Kornversteller schon mal in das Ringkorn vorne eingeführt und zeige euch, wie er funktioniert und anschließend, wie er gemacht wird. Also, so kann ich das Korn verstellen, drehen in der Höhe, durch rausdrehen und damit ändert sich auch gleichzeitig die Position links und rechts des Kornes. Tja, wie ist so ein Korndreher gefertigt? Ich habe ganz einfach einen ganz stinknormalen Schlitzschraubenzieher genommen, einen alten, den ich nicht mehr brauche, oder auch einen neuen, und habe geschaut, dass der Durchmesser so passt, dass er oben noch durch das Loch des Ringes hineinpasst. Sonst müsste ich da oben was abfeilen und das macht natürlich bei so einem Oldtimer keinen Sinn. Ich brauche dann also einen Durchmesser von, das sind 8 mm ganz genau. Jetzt ist der Trick dabei, dass aber die beiden Schlitze hier unten, in die ich nachher reingreifen muss, etwas weiter als diese 8 mm auseinander sind. Also habe ich ein Problem, unten auf die richtige Weite zu kommen. Und deswegen ganz einfacher Trick: Schraubenzieher, ganz einfacher Schlitzschraubenzieher, so wie dieser hier zum Beispiel, einmal mit der Flex einschneiden, tief genug. Dann die beiden Dornen, die sie hier nachher so zufeilen, dass ich so zwei Stangen habe, die etwas länger sind. Länger deswegen, damit ich sie etwas biegen kann. Ihr seht hier hoffentlich, dass das Ganze etwas weiter auseinander geht unten. Das heißt, ich führe das hier oben ein, drücke die beiden Dornen etwas zusammen, dass es in das Loch oben durchpasst. Und unten geht es automatisch, weil das ja ein Stahl ist, der federnd ist, wieder auseinander und passt genau in meine beiden Nuten unten hinein und kann somit das Korn verstellen. Natürlich erst, nachdem ich diese kleine Sicherungsschraube hier unten gelöst habe. Und das war der ganze Trick. Kostet fast nichts, nur einen alten oder eventuell einen neuen Schraubenzieher. Und das war's. Okay, viel Spaß damit. Ciao.